Was wäre, wenn Medienkompetenz euch Arbeit abnimmt, statt sich wie ein weiteres To-Do aus dem Lehrplan anzufühlen? Vielleicht geht es euch auch so. Bei vielen Lehrkräften sorgt schon das Wort Medienkompetenz für spontanen Stressausbruch. Es ist richtig, den Umgang mit Medien auf den Lehrplan zu holen. Wir leben in einer Zeit, in der pro Tag über 1 Milliarde Stunden Videomaterial auf YouTube von Menschen überall auf der Welt gesehen wird und Facebook mehr Mitglieder hat als China Einwohner. Trotz vieler spannender Konzepte aus der Medienpädagogik und Geld aus dem Digitalpakt schaffen es digitale Themen und Tools nur selten in den Unterricht. Es fehlen schnell umsetzbare, zentrale Konzepte und vor allem die Zeit. Dabei kann Digitalisierung bei letzterem besonders gut helfen. In unserer Reihe Digitale Bildung hoch 3 in Zusammenarbeit mit der RAG-Stiftung haben wir es uns zum Ziel gemacht, euch zu zeigen, wie ein guter Umgang mit Medien nicht nur den Schülerinnen und Schülern hilft, sich in der Welt zurechtzufinden, sondern auch euch als Lehrkraft inspiriert und zeitlich entlastet. Aber erstmal ganz von vorn. Lasst uns mit diesem Video starten und nachschauen, warum Medienkompetenz und besonders digitale Medienkompetenz bei der Vielzahl an Herausforderungen in der aktuellen Lehre alle etwas angeht. Was bringt Medienkompetenz im Curriculum den Schülerinnen und Schülern? Medienkompetenz bezeichnet die Fähigkeit, Medien und ihre Inhalte den eigenen Zielen und Bedürfnissen entsprechend sachkundig zu nutzen. Das heißt, sie für sich und die eigene Zukunft zu nutzen. Durch den digitalen Wandel ändern sich die Anforderungen sowohl im privaten Umfeld als auch auf dem Arbeitsmarkt gerade rasant. Mal als Vergleich. Als ich meinen Abschluss gemacht habe, hat man noch keine Smartphones genutzt. Wenige Unternehmen hatten ordentliche Internetseiten und von Startups hat auch noch kaum einer gesprochen. Da merkt man, wie alt ich schon bin. Die Gefahr besteht, dass der digitale Wandel zu einer digitalen Kluft führt, in der manche Kinder und Jugendliche zurückgelassen werden. Das stellt unsere Schülerinnen und Schüler vor zahlreiche Herausforderungen, für die sie Unterstützung benötigen. Der kompetente Umgang mit digitalen Medien, also Medienkompetenz, ist eine Grundvoraussetzung für gesellschaftliche Teilhabe und ermöglicht erst den Zugang zu guter Bildung. Gleichzeitig wissen wir durch zahlreiche Studien, dass es im Bereich der digitalen Bildung viele ungenutzte Potenziale und einen großen Nachholbedarf an deutschen Schulen gibt. Das zeigt zum Beispiel die aktuelle PISA- und ICILS-Studie aus dem Jahr 2018. PISA, das kennen alle von euch schon, die ICILS oder ICILS, ICILS hingegen wird von einem unabhängigen internationalen Verbund wissenschaftlicher Institutionen für Bildungsforschung erhoben. Hier mal ein Beispiel. Zum Zeitpunkt der Erhebung kamen in Deutschland 0,6 Computer auf ein Schulkind, in Großbritannien 1,5. Aber abgesehen von der reinen Technik fehlt es auch an Kompetenzen bezüglich der Anwendung von digitalen Medien. Und zwar nicht nur bei den Kids, sondern auch bei den Lehrkräften. Wer sich diese beiden Studien einmal genauer anschauen will, der findet unten in der Beschreibung die Links dazu. Die Pandemie hat zwar an vielen Stellen zu einer Art, kann man schon sagen, Zwangsdigitalisierung geführt. Welche Langzeiteffekte das haben wird, ist aber noch unklar. Ziemlich sicher ist leider allerdings, dass die Schülerinnen und Schüler, die schon vorher weniger Chancen auf einen Abschluss hatten, Gefahr laufen, den Anschluss zu verlieren. Die Chancenungerechtigkeit, also die Tatsache, dass nicht alle den gleichen Zugang zur Bildung haben, wird sich weiter drastisch verschärfen, wenn die digitalen Kompetenzen bei benachteiligten Kindern und Jugendlichen nicht gefördert werden. Die Verankerung im Curriculum wird damit eher zur Pflicht als zur Kür. Weshalb ist Medienkompetenz auch für Lehrerinnen und Lehrer wichtig? Unsere Schülerinnen und Schüler wachsen in einer Welt auf, in der digitale und analoge Wirklichkeiten immer mehr miteinander verschmelzen. Eine analoge Schule bildet diese Lebensrealität nicht ab. Digitale Bildung meint nicht nur technisches Know-how, sondern auch einen reflektierten Umgang mit den konsumierten Inhalten. Sowohl Nutzung von Hardware und Programmen als auch die Anwendung und Bedienung von Medien müssen erlernt und auch entsprechend geschult werden. Bei einem pädagogisch sinnvollen Medieneinsatz werden die verschiedenen Lernkanäle auf vielfältige Weise angesprochen. Das Gelernte kann sich so noch besser verankern. Nur wenn Bildung auch digital gedacht wird, können wir unsere Schülerinnen und Schüler auf die Arbeitswelt und auf die Lebenswirklichkeit des 21. Jahrhunderts vorbereiten. Klar wird also, Medienbildung ist essentiell für eine digitale Öffentlichkeit, die Teil unserer aller Lebens- und Meinungsbildung ist und deshalb viel mehr als ein zusätzliches Modul im Lehrplan darstellt. Was ist denn nun aber genau unter Medienkompetenz zu verstehen? Wir können uns dieser Frage gut nähern, wenn wir mediale Kompetenz in drei verschiedene Ebenen einteilen. Diese Einteilung basiert auf dem Medienkompetenzrahmen aus Nordrhein-Westfalen, den ich euch in der Beschreibung mal verlinkt habe. Da könnt ihr euch das nochmal genauer anschauen. Und zwar gehören dazu erstens Medien bedienen und gestalten. Zweitens Medien verstehen und reflektieren. Drittens mit Medien kommunizieren und kooperieren.
Erstens, Medien bedienen und gestalten. Da geht es darum, wie gut Schülerinnen und Schüler Medien nutzen und auch selber produzieren können. Darunter versteht man zum Beispiel das Schreiben von E-Mails, das Erstellen von Präsentationen oder von digitalen Bewerbungen. Schülerinnen und Schüler sollten zudem verschiedene Apps und Seiten kennen, die sie beim Lernen, bei der Jobsuche und auch bei der Alltagsorganisation unterstützen können. Das sind maßgebliche Kompetenzen für gesellschaftliche Teilhabe und um die eigenen persönlichen und beruflichen Ziele erreichen zu können. Zweitens, Medien verstehen und reflektieren. Diese Dimension beschreibt, wie Schülerinnen und Schüler Medien sicher nutzen können. Ein einfaches Beispiel wäre das Nutzen sicherer Passwörter. Eine komplexere Anwendung dieser Kompetenz wäre, drastische Meldungen im Internet zu hinterfragen und mögliche Falschnachrichten kritisch wahrzunehmen. In diesem Bereich gehört auch das Grundprinzip von Algorithmen zu kennen, um sich bewusst zu machen, was mit den eigenen Daten im Netz geschieht und wie Suchmaschinen genau funktionieren. Und drittens, mit Medien kommunizieren und kooperieren. In diesem Bereich zählen verschiedene Fähigkeiten des aktiven Austauschs. Darunter versteht man zum Beispiel, dass Schülerinnen und Schüler sensibilisiert sind für Risiken und Möglichkeiten sozialer Medien. Sie sollten in der Lage sein, sich im Fall von Cybermobbing mitzuteilen und entsprechend nach Hilfe zu fragen. Kooperieren bedeutet auch, zu lernen, wie man kollaborativ Dokumente und Produkte erstellt. Denn Schüler sollten nicht nur im Klassenraum fähig sein, in Gruppen zu arbeiten. Was durch diese Beschreibung deutlich wird, die Auseinandersetzung mit Medienkompetenz wird besonders deshalb oft herausfordernd wahrgenommen, weil sie im Vergleich zu anderen Fähigkeiten kein Zustand ist, den man einmal erreicht oder etwas ist, was direkt mit einer Checkliste vermittelt werden kann. Medienkompetenz ist vielmehr ein Prozess, der von den Rezipierenden Wissen, Verständnis und regelmäßige Reflexion verlangt. Das zu verstehen, ist ein erster Schritt, um sich dem Thema in der eigenen Pädagogik zu nähern und mögliche innere Barrieren abzubauen. Das Thema anzugehen bedeutet aber genau zum jetzigen Zeitpunkt eine Chance für das Bildungssystem und ein Momentum für Veränderung. Was bedeutet Medienkompetenz für euch? Ganz persönlich. Und wie wird sie bei euch an der Schule gehandhabt? Schreibt es gerne in die Kommentare, lasst uns darüber ein bisschen diskutieren. Und dieses Video ist übrigens der Auftakt unserer Reihe Digitale Bildung hoch 3. Hier und auf dem Kanal von Teach First Deutschland findet ihr weitere Videos für Lehrkräfte, die sich den verschiedenen Medienkompetenzen widmen oder dem respektvollen Umgang im Internet. Macht am besten gleich weiter mit diesem Video hier, in dem wir darüber sprechen, wie man ganz konkret Medienkompetenz im Unterricht vermitteln und fördern kann. Wenn ihr Kolleginnen und Kollegen habt, denen dieses Video weiterhelfen könnte, dann teilt es am besten gleich. Geht ganz einfach. Auf den Teilen-Pfeil unter dem Video klicken und dann via WhatsApp, Mail oder Messenger eures Vertrauens weiterschicken. Auch das gehört ein Stück weit zur Medienkompetenz dazu. Infos zum gesamten Projekt Digitale Bildung hoch 3 findet ihr auf der Website von Teach First Deutschland.